Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4 aus unserem schönen Gartenhaus, das ich irgendwie hinbekommen habe. Und was ist mir aufgefallen, außer dass Zoe unbedingt mit irgendwelchen Pflanzen reden muss, anstatt mit ihrem Boyfriend? Die sind geschützt. Steht über Jahreszeiten geschützt. Das heißt, man hat permanent Zugriff drauf, sozusagen. Und ja, dann lernt sie Gartenarbeit, während sie in den Pflanzen spricht. Das heißt, bald können wir, wenn hier Basilikum ein bisschen was rausgeflutscht ist, können wir den Salbeisprössling nehmen, es verbinden und dann haben wir Na, wie sagt man? Mischling-Gedöns. Das können wir eigentlich auch mit den anderen machen. Salbein. Könnten wir gekreuzt? Genau. Weil wenn wir das kreuzen, wächst auf einem Baum drei verschiedene Sachen. Hier Kirsche, Granatapfel und Apfel. Und keine Ahnung, da müssten wir ein Dings nehmen. Ein Ableger, damit wir irgendwas machen können. Ja, Kartoffel. Haben wir da irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, erforschen wir mal Kartoffeln. Ja, du bist eine tolle Pflanze. Also du bist eine Kartoffel und was macht man mit der Kartoffel? Paguna? Aha, genau, du gehst da hin und dann gehst du hier hin. Obwohl Frühling ist, ist es kalt, aber wir haben ja jetzt ein schönes Gartenhaus da. Oh, mach mal ein Foto. Bäume. Das steigert meine Gartenarbeit. Was muss ich für die Arbeit? Die Art, wie ich kann lernen. Ja, das ist sehr schön. Hast du übrigens erfahren? Da muss man noch ein Foto machen. Und da noch ein Foto. Ja, das ist sehr wichtig, um alles über die Pflanzen zu erfahren. Genau, ja, genau. So ist das im Leben. Du hast echt Wellen geschlagen, stimmt's, Philipp? Die Unterhaltungsbranche wäre genau richtig für jemanden, der so bekannt ist wie du. Du brauchst keine Amateurjobs zu machen, denn wir würden dich als Auftakt für Veranstaltungen, also Rang 4, direkt vor die Augen der Fans bringen. Ich hab zwar keine Ahnung, wer du bist, aber ich hab keine Interesse. Also, ich bin... Nerfa Frosch. Paguna. Brashu. Ja, genau, so. Oh, das habe ich ja gar nicht erahnt. Bald habe ich dich erforscht und dann gehörst du mir. Und bald gibt's noch mehr Pflanzen. Dann habe ich noch mehr zum Pflanzen. Und endlich wird der Garten schön sein. Ja, sehr schön. Ah ja, gezahlt habe ich auch schon. So, hoppala, wir haben einen neuen Eintrag. Ach, Karotte, wie gesagt, Kartoffel bin ich beschützt. Eine gewöhnliche blättrige Wurzelpflanze, die Karotten hervorbringt. Warum? Ich habe doch gar keine Kartoffeln, sondern Karotten. Mein Gott, liest doch gescheit, buah. So heißt das, wir haben keine... Oh, da ist ein Basilikum schon. Kann ich jetzt... Nein. Spinat. Ah, da ist die Kartoffel. Oh, Qualität ausgezeichnet. Kartoffeln wachsen in einem Netzwerk aus Knollen in weicher, lehmiger Erde. Aber habe ich da... Hat sie da ein Dings genommen? Ableger? Dings? Hä? Naja,
Naja, auf jeden Fall könnte sie in die Welt reisen und neue Pflanzen finden. Schauen wir mal, wo war man da nicht? Willow Creek. Da ist ja Frühling. Gibt's da Pflanzen? Schauen wir mal. Die Pancakes, da waren wir noch nie. Glaube ich, keine Ahnung, also nicht. Ach, da schaue ich mal, ob es da schöne Pflanzen gibt. Ich brauche noch einiges. Einiges zum Dings. Oh. Was ist da los? Oh, es schneit, das ist blöd. So, schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. So. Da fehlen die Blüten. So, da kann man nicht hin. Ja. So. Seltsam, seltsam. Gibt es irgendwie nichts und irgendwie noch weniger. Seltsam, seltsam. Wo? Ah, da waren doch immer solche Sachen. Keine Ahnung. Bin ich vielleicht umsonst hergereist? Warum leckt das so? Ist doch nur die Sims 4. hier ist irgendwie nichts. Oder ich bin blind. Oder ist das ein Bug? Na egal. Dann reisen wir mal hierhin. Oh, Weihnachtsmusik. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Ha, ich sollte Sängerin werden. Oh, was macht der Paparazzi hier? Hier ist auch gar kein Star. Egal. Oh, wegen mir? Das ist aber unhöflich. Da wäre was? Ein Pilz. Ne? Wer braucht schon Pilz? Lilie. Oh, was haben wir denn da? Da ist auch ein Skateboard. Also Inline-Skates. Bahn. So, was haben wir da? Irgendwas. Ah. Erdbeerstrauch. Haben wir Erdbeeren schon gesammelt? Nein, das müssen wir sammeln. Tja. Tja. Pilz. Was ist da? Was willst du? Hör auf. Aha. So. Hier hätten wir Birne. Haben wir Birne schon? Nein. Und dann haben wir hier Löwenmäulchen und Löwen und Rosen. Glocken und Glocken. Löwen. Apfel haben wir schon. Das haben wir. Erdbeer. Erdbeer. Löwen. 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 Mäulchen. Erdbeer. Erdbeer. Apfel. Ha, also. Also, wenn ich eine Pflanze. Oh, was ist das? Was gibt es denn hier Leckeres? Essen bestellen. Popcornkrabbe. Rotes Samttörtchen. Erdbeerbrausetörtchen. Danke. Ja. Oh, da war irgendwo.
Ach, Glockenblume, so eine Scheiße. Gut, hier ist nur Müll. Dann reisen wir zu denen hier. Ach. Und ich habe gehört, bei Dillard wird der Screenkiller veröffentlicht. Also, da wurde was geleakt. Die sind ja so doof, die Entwickler. So, was haben wir da? Erdbeeren. Ernten. Was ist das? Apfelbaum. Aber ich könnte ja... Ach, das geht nur so. Na egal. So. Oder ich könnte ja einen eine Pflanze paaren. Ja, dann bin ich wieder weg. Was ist das? Keine Ahnung. Ich könnte es ja wegwerfen. Für die Umwelt. Ah, leg mich da am Arsch. Gut, dann fahr ich wieder heim. Ja. Da tut man das, dies, dies. Ich bin natürlich mit der Natur verbunden. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ich könnte, warum habe ich ein... Oh, eine Bonsai-Knospe. Die könnte ich ja auch pflanzen. Oder? Oder? Was haben wir denn da? Also, da haben wir grüne Erbse, Salbei, Karotte. Tja, was kommt hier raus? Spinat, Kartoffel und Weinriebe. Passt ja gar nicht dazu. So, das muss ich beenden. So. Was war hier? Spinat, Salbei, Basilikum, grüne Erbsen, Karotten, Pilzgewächs. Oder könnte ich ja einen Bonsai hier pflanzen? Ja, eine Erdbeere. Pflanzen. Nee, so. La 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 la. Aber ich habe ja auch einen Ableger genommen. Nee, einen Sprössling. Oh, scheiße, scheiße, nein, nein, oh. Da haben wir gespleiste Gartensprössling, Salbei und Erdbeere. Oh, bald haben wir die Gartenfähigkeit verbessert. Dann sollte ich mal ein Arrangement fertigen. Dann machen wir keine Dahlia. Dann nehmen wir Krokus. Ja, dann machen wir das. Oh, Hupo. Die ist aber scharf. So, was ist mit dir? Arbeit. Am Freitag, also im Sims 4 Freitag, dann gehst du mal baden. Oh, okay. So. Ach, verdammt, wie war das nochmal? Das ist so verwirrend. Ja, genau, das kommt da rein. Was ist das denn für ein Arrangement? Blumenarrangement? Ja, das kommt da. Die Plastische. Oh, die Tür ist. Oh, Hotschu! Oh, ups, bin voll allergisch. Ich lerne es wohl nie. schnipp, schnapp. Und du passt dann auch schön rein. Oh! Nein, das geht doch nicht. Ah, sehr schön, sehr schön.
Ja, das ist seltsam. Nee. Ach, das sieht aber... Das sieht nicht gut aus. Nein, nein, nein. Ja, irgendwie... Bisschen Feenstaub. Besser ist geil, das haben sich schon Studenten. Also kommt bald ein DLC raus und wir müssen uns mit diesen Nicht-Studenten. Das sind Pflänzchen. Oh, ups. Oh. So ziemlich vielleicht aus Blumenarsch. Naja, konzentrieren. Ein bisschen Staub. Also Feenstaub. War das vielleicht zu viel? Naja, wird schon passen. Fertig. Ja, anscheinend hast du nicht viel gelernt. Ich werde das, wie sieht das, schlecht. Dann verkaufe ich's. Weg damit! Ah nein, das war hier. Muss ja untersuchen. So, Bonsai. Was bist du nur für eine Pflanze? Eine sehr seltsame Pflanze. Ja, das ist sehr botanisches Wissen. Aha. Das bräuchte ich. Ja, ja. Ja, was lerne ich? Lerne ich keine Fett? Nö. Ja, dann sollte ich mal... was ist das für eine Pflanze? Ein Zitronenbaum. Ja, dann rede ich mal mit der Pflanze. Der Film ist ja aber albern. Der ist ja so albern, Alter. So richtig albern. Oh, das war gut. Okay, da muss ich zugehen. Das war richtig, richtig so gut. Vielleicht sollte ich mir mal Scream anschauen, damit ich weiß, was so passiert. Oder vielleicht die Saw-Filme nochmal, damit ich weiß, ob die Autos die Pick bekommt. Ja, und hoffentlich wird auch ein Survivor kommen. Und so, das wäre ein bisschen boring. Und eine neue Map. Eine Map, die brauchen wir wirklich. Wirklich. Ich muss mal aufs Klo. Bruno Patoy! Ich geh erstmal aufs Klo. Das mit dem Pflanzensprechen bringt viel. Wir können gießen. Was ist das? Erdblöre. Alle gießen. Alter, war der Film scheiß langweilig. Okay. La 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 la, jetzt muss ich hier wieder gießen. Auch die sprech mal mit der Erdbeere. Wamba boy, Saquinario. Nisa Faba. Ist alles in Ordnung mit dir? Sit aufs Mann. Nein! Du wirst jetzt etwas für deine Berühmtheit tun. Wenn ich nur wüsste, was. Ah, hier. Einfach aktualisieren. Ja, also. Avenue Smishy. Ich bin mal gespannt. Oh. Ich rede da mal mit der. Ach, da war. Mit der Kartoffel. Ja, hallo, Kartoffel. Du scheinst dich sehr gut zu entwickeln. Das ist eine gute Qualität. Oh, das freut mich, denn du bist ja jetzt geschützt in diesem schönen Gartenhaus, ja? Wenn du draußen wärst, dann wäre das schon doof.
Yethruya, Rolschba, Quexenos! Ach, jetzt muss man ständig der blöde Sack da. Dann reise ich noch mit der Bonsai. Mit dem Bonsai. Ist ja auch geschützt. Nisoda. Du hast ja gar keine Jahreszeit. Du wächst also ganz niedrig. Das ist toll. Nukem Kalei. Und endlich kommt da was aus dem Spinat raus. Was ist das? Aber das macht ja nichts. Ich verurteile niemanden. Man sollte auch nicht nach dem Aussehen gehen. Ach, endlich. Ich kann endlich. Ich bin endlich eine richtige Landwirtin. Ich kann endlich in einem größeren Bereich jäten. Tja, toll. Ist das nicht toll, liebe Pflanzen? Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wahrscheinlich hat sich meine Stimme wieder geändert. Wer weiß das schon so genau? Ich nämlich nicht. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein bei einer neuen Folge von Die Sims 4. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ich mehr Aufmerksamkeit bekomme. Ich klinge immer komischer. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao.